So, das sackt er sich ein. Welches war's? Okay. Nehmen wir jetzt nochmal das Wallace-Schild. Wie sieht es bei Wallace aus? Okay. So, dann quatschen wir auch nochmal mit Ette, beziehungsweise wir erstmal den Ventilator hier testen. Mach keinen Unfug mit meinem Ventilator, Gromit. Irgendwie muss ich frisch bleiben. Okay, dann quatschen wir nochmal mit ihr. Das ist einfach nicht gerecht. Panier berichtet die ganze Zeit nur über Duncan. Okay. Dabei ist Wallace doch fast genauso wichtig. Ja, ja. Aber der hat nicht so eine große Fresse wie der gute Duncan und der ist auch leider wahrscheinlich kein so guter Golfer wie der Duncan. Okay, bedeutet, ich weiß natürlich immer noch ein bisschen, wie es lang geht. Also noch bin ich hier nicht blind unterwegs. Aber wir gehen jetzt mal in die Wallaby Street. So. Okay, da sind wir, liebe Leute, in der Wallaby Street. Da gucken wir uns jetzt auch mal direkt um. Geh noch mal brav rein. Und hier senden wir wieder live vom Vorstandsturnier des Dornigen Dickichts. Direkt aus der wunderschönen West Wallaby Street 62. Wenn Sie eben erst zugeschaltet haben, liebe Zuhörer, ich bin Herr Panier und befinde mich hier beim erstplatzierten Spieler Duncan McBiscuit auf dem Grün des 18. Lochs. Zumindest glauben wir, dass dies das Grün des 18. Lochs ist. Um ehrlich zu sein, sind wir ganz schön am Schwitzen, um das Loch überhaupt zu finden. Sind Sie sicher, dass dies die richtige Stelle ist? Naja, ich habe alles direkt aus der Urkunde abgeschrieben. 13 Schlägerlängen südwestlich des Baums heißt es dort. Vielleicht haben Sie ja den falschen Schläger zum Messen genommen. Es gibt hier nur einen offiziellen Messschläger im Dornigen Dickicht. Und zwar diesen hier. Ja, so sieht es also aus, meine Damen und Herren. Das nervenzerrende Finale eines spannenden Wettkampfs. Bleiben Sie dran, um keinen Augenblick dieses Dramas zu verpassen. Okidoki. Nein, liebe Zuhörer, es ist noch nicht vorbei. Gucken wir uns mal die Golfnotizen an. Nicht hier am Ende. Okay, direkt aus der Urkunde des Dornigen Dickets abgeschrieben. Die 18. und letzte Flagge eures Golfplatzes sollt ihr finden in 13 Länge des offiziellen Messschlägers in südwestlicher Richtung vom alten Eichbaum. Das kann eventuell der Eichbaum sein, wo das Eichhörnchen ist. So, wir machen jetzt einfach mal, weil die sieht ja doch sehr ähnlich aus, die Karte. Das heißt, die klicken wir mal an und ballern die einfach mal dazu. Das habe ich eben auch so gemacht. Ich weiß noch nicht genau warum. Soweit bin ich dann doch nicht gekommen. Okay, dann gucken wir uns mal hier diesen Messschläger an. Diesen Messschläger gebe ich nicht her, bevor ich nicht das Loch gefunden und den Ball eingelocht habe. Okay. Nun gut, können wir mit ihm quatschen? Hunde sind doch Ausgrabungsprofis. Kannst du nicht das 18. Loch für mich aufspüren? Siehe. Ach, du bist zu nichts zu gebrauchen. Vorsicht. Die haben echt den ganzen Teppich alles rausgerissen. Die ganzen Paneelen, die schöne Diele hier zerstört quasi. Man nennt ihn auch Abrissbirne. Der zeigt uns warum. McBiscuit hinterlässt Spuren auf dem Platz. Bitte? Gromit, funk doch bei meiner Übertragung nicht dazwischen. Okay. Dann gehen wir mal gucken, was die beiden Ladies so machen. Was? Ist ja gut, meine Liebe. Oh, es ist nur Gromit. Mhm. So, wir können das Paket einsacken, das habe ich auch schon rausgefunden. Da ist die Briefmarke und die Adresse drauf, das ist schon mal gut. So, okay, dann gucken wir mal, dass wir mit ihr dann mal quatschen können. Beziehungsweise, Freunde, ich will euch nur kurz Folgendes zeigen. Sie ist ja doch ein bisschen allergisch auf Pilze und oder gegen Pilze. Das heißt, wenn wir die jetzt hier so damit verwenden, passiert Folgendes. Pilze! Was in aller Welt? Böser Hund! Böser Hund! Gut. So, das heißt, der Pilz ist locker mal eben verschwunden. Was darauf schließen lässt, soweit bin ich noch nicht gekommen, aber ich vermute mal, dass wir die gute Felicity irgendwie unten zum guten Wallace bringen müssen, um dann
dafür zu sorgen, dass sie die ganzen Pilze zerstört und wir letztendlich nur den Ball sehen. Ich weiß auch schon, wie es funktioniert, weil, wie gesagt, ich habe ja schon gespielt. Deswegen, ja, schaut es euch einfach an. Genießen Sie! So, gehen wir hier nochmal raus. So, und die gute Dame am Kiosk... Was für ein Durchschwung! McBiscuit hat sich für ein Neunereisen entschieden. Ja, super. Und das scheint die richtige Wahl gewesen zu sein. Wir haben noch nie mal ein Loch, aber... Er hat inzwischen ein halbes Dutzend Dielenblätter herausgerissen und ist noch lange nicht am Ende. Ja. Andere Spieler hätten sich für einen Holzschläger entschieden, vielleicht für einen Driver. Damit kann man sich rasch durch feste Materialien hacken. Aber McBiscuit hat die Brecheisenmethode gewählt und er kommt gut damit durch. Ja, die Stimme von dem Typen ist so geil, ey. So, okay. Wie gesagt, die Dame sagte ja, dass immer nur von Duncan berichtet wird. Und wir wollen jetzt mal kurz gucken, was ist denn jetzt bei Wallace eigentlich so los? Das Wetter ist an diesem Turniertag weiterhin ausgezeichnet. Wolkenlos und warm. Keine Anzeichen von Regen. Wie es bei Wallace aussieht? Das ist eine gute Frage. Ich sehe besser mal bei ihm nach. Meine Zuhörer sollen schließlich nichts Wichtiges verpassen. Okay. Damit geht Panier zu Wallace. Und wir gehen jetzt nochmal zu den Ladies. Pilze! Nein, wir sind's nur. Keine ist Pilze. Ja gut, meine Liebe. Oh! Es ist nur Gromit. Ja. So, und wenn wir nämlich jetzt das Radio anknipsen, wie gesagt, leider weiß ich das alles noch, dann passiert Folgendes. Dort steht er. Man kann es nicht schönreden. Buchstäblich in der Kloake. Und riss mit dem Schläger auf den Dreck ein. Und er wurde doch gerade erst als Talent des Jahres bezeichnet. Wer hätte gedacht, dass Wallace einst so weit unten landen würde? Und gütiger! Genau wie ich es prophezeit habe. Jetzt ist er ganz unten angekommen. Und nur ich, sein Schutzengel, kann ihn noch retten. Ich komme, mein armer, verwirrter Golfnarr. Ja, liebe Leute. Können wir denn mit der Tante noch mal quatschen? Oder ist die auch mit weg? Komm, die quatschen wir nochmal an. Ab mit dir, kusch! Ja, ist ja schon gut, Lady. So, dann gehen wir hier nochmal raus. Und weil jetzt hier gleich die Stelle kommt, wo das Ding abgeschmiert ist. Seid mir nicht böse, liebe Leute. Möchte ich nochmal kurz eine Speicheraktion starten. So, ihr Spiel. Zack. Bookmarks. Machen mal ein neues. Speichern. Neues Bookmark erstellt. Okay. Super. Dann setzen wir auch fort, in der Hoffnung, dass mir das jetzt nicht mit dem Bluescreen abpfeift. Das ist nämlich letztens, wie gesagt, passiert. Das wollen wir jetzt vermeiden. Wir gehen jetzt mal durch die Vordertür. So. Dann versuchen wir natürlich der guten Felicity zu folgen. So, an dieser Stelle ist es dann abgeschmirgelt. Ich werde jetzt hier mal direkt in die Stadt gehen anklicken, in Hoffnung, dass es funktioniert. Sieht aber gut aus. So, dann gehen wir auch direkt ins Stadtzentrum. Ah. Und wo steckt unser Wallace jetzt? Noch immer ganz unten, wie es aussieht, im Abwasserlabyrinth der Stadt. Herr Panier ist der Radiomann. Nicht nur Lebensmittelexperte. Ich denke, die sich da unten abspielen müssen. Nach den Geschichten, die man so hört... Furchtbare Geschichten von Echsen, die ihrem Haustierdasein in die dunklen, schleimigen Eingeweide der Erde entfliehen, wo sie, vergessen von Gott und der Welt, zu gigantischen Alligatoren heranwachsen. 10 Meter lang, vielleicht noch größer. Und wenn nun unser Wallace von einer solchen Schattenkreatur erwischt wurde, oh Gott, hoffen wir alle das Beste. Dass es nur mangelnde Golfkenntnisse sind, die ihn so verflucht lange dort unten bleiben lassen. Ja, ja. Oder die Pilze, die uns den Ball nicht finden lassen. Mein lieber Herr Panier, Radiomann. So, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt nochmal runter. Hinabsteigen. Cleveres Kerlchen kann sogar Leitern hinunterklettern. Oh, da bist du ja, Gromit. Kein Glück hier unten, fürchte ich. Wetten bloß diese verflixten Pilze nicht. Wallace! Fräulein Flitter? Es ist also wahr! Sie sind ganz unten angekommen, wie Großtante Prudence prophezeit hat.
Es musste ja geschehen, das war mir klar. Aber so schnell? Naja, hier ist dein rettender Engel gekommen. Ich werde dich von diesem Ort der Finsternis fortholen, zurück ans Licht. Ich kühle deine brennende Braue und pflege dich gesund. Ich umgebe dich mit Blumen und Musik und Pilze! Pilze! Ah! Raus hier! Bringt mich hier raus! Oh, Sie armes Kleines! Haben Sie sich erschreckt? Überall! Alles voller Pilze! Kommen Sie mit nach oben, meine Liebe. Ich mache Ihnen eine schöne Tasse Tee. Da ist der Ball, der Ball. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll, Kumpel. Du etwa? Ja, sicher. Wir nehmen nämlich jetzt, wir wissen ja, dass der Gangesgriff nach oben ballert, werden wir jetzt den Gangesschläger verwenden. So, in der Hoffnung, dass das Ding dann auch hochfliegt. Das ist doch der Schläger mit dem Gangesgriff. Yeah! In der Not frisst der Teufel fliegen. Jo, so ist es. Okay. Das war immerhin die richtige Richtung. Das ist wohl wahr. Zu dumm, die Sache mit der Schwerkraft. Mhm. Aber ich habe eine Idee, liebe Leute. Ich habe, also wie gesagt, jetzt ist es wieder blind. Ich habe eine Idee, denn wir haben ja den Ventilator da und ich denke mal... Tief in der Dunkelheit, im Morast und der Stank Panier ist so gibt geil. Es nur das stetige Glück an der abscheulichen Kloake, die sich aus den Rohren ergießt. Direkt in die Pfütze, in der Herr Wallace steht. Oha. Und der Ball immer tiefer in den Schleim treibt. Und auch Herr Wallace selbst singt, bis er verschwunden ist. Genau wie sein Kampfgeist. Wer hätte gedacht, dass ein Vorstandsturnier so tragisch enden kann? Dies ist ein trauriger Tag für den Golfsport. Noch ist es nicht zu Ende. Ein Trauertag für unseren Wallace. Naja, noch ist es nicht zu Ende. So, jetzt ist die gute Lady ja weg. Jetzt können wir vielleicht mit dem Ventilator die Richtung ein bisschen verändern. Zumindest eine Idee. Ja, das sieht gut aus. So, dann würde ich vorschlagen, klettern wir mal wieder zurück. Oha, er hängt. Okay. Ich werde auch gleich nochmal speichern, liebe Leute, denn seid mir nicht böse, aber das ist mir zu gefährlich. Okay. Tja, und welchen Schläger nehme ich? Wir versuchen es jetzt nochmal mit dem Gangesgriff, Baby. Denn jetzt wird es funktionieren. Du wirst es sehen. Gangesgriff verwenden. Jawohl, ja. Jawohl. Yeah. Eingeladen. Das wird auch Zeit. Und er ist drin, meine Damen und Herren. Wallace hat den Ball eingelocht. Yeah. Er verbessert seine Wertung auf nur... Kleinen Moment. 235 über Paar. Doch das Turnier ist noch nicht vorbei. Weißt du, Gromit, ich glaube, allmählich habe ich den Bogen raus. Ja, Ich übernehme jetzt, Kumpel. So, 235 über Paar. Ich glaube, das ist nicht die beste Wertung. Ich habe zwar keine Ahnung, aber es heißt ja immer ein unter Paar, zwei unter Paar. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt mal wieder hoch. Ich brauche einen schönen, starken Schläger, um bis zur West Wallaby Street zu kommen. Welchen soll ich nehmen? Okay. Ah, mein Blistering Iron. Oha. Oh je. Also wirklich, das ist dann wohl Ihrer. Es verstößt gegen das Gesetz, nicht für den Postversand bestimmtes Material in einem Briefkasten Ihrer Majestät zu deponieren. Ich warne Sie. Sehen Sie zu, dass das nicht noch einmal passiert. Tja, und welchen Schläger nehme ich? Was meinst du, Kumpel? Ich habe da gerade eine andere Idee, denn gut, der ist in den Postkasten geflogen. Also sind wir mal ehrlich, Wallace ist jetzt nicht das Golfgenie mit seinen 235 Überpaar, sodass ich ernsthaft anzweifle, dass der tatsächlich bis in die Wallaby Street schlägt. Aber wir haben ja noch quasi unseren
Trick 17. Wir nehmen jetzt mal den Ball und machen da eine Briefmarke drauf. So, der ist jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, an uns adressiert. Bedeutet, wenn wir den jetzt nochmal raufhauen, landet der im Briefkasten. Und das heißt, theoretisch müsste der Bobby seiner Majestät, der kleine Prallemann, der Stricher, der, ja, wie auch immer, den dann doch in die Wallaby Street 62 zu uns transportieren. Sprich, ich denke mal, das sollte funktionieren. Oder was meint ihr, liebe Freunde? Versuchen wir es doch mal mit dem Federeisen. Ja, sicher. Ah, dafür haben wir auch die Fontäne angemacht. Jetzt verstehe ich das. Okay. Schade, dass das Loch nicht im Briefkasten ist. Was, Robin? Ja, vielleicht aber ja doch. Okay. Adressiert, frankiert, sollte keine Probleme geben. Ich muss den Ball wohl von dort spielen, wo er sich befindet. Das ist wohl wahr. Das habe ich mir sagen lassen. Das gibt's beim Golf. So, super. Okay. Okay, liebe Leute, seid mir nicht böse. Aber bevor mir der ganze Scheiß wieder um die Ohren fliegt, werde ich jetzt ganz kurz hier nochmal speichern. Bookmarks, zawupp. Wir nehmen auch mal das dritte, das lassen wir jetzt. So, speichern das mal. Yep. Okay. So. Okay, weil wie gesagt, ist mir alles andere sonst ein bisschen zu gefährlich. Wir wollen das Let's Play auch noch in einer normalen Zeit durchbringen und das nicht in Wochen ausufern lassen. So, das heißt, liebe Leute, kann ich den